Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Heute leider eine sehr, sehr traurige Story oder ein trauriges Video. Mama Wutz wird überfahren. Wieso schickt ihr mir eigentlich sowas? Warum? Warum? Gucken wir uns jetzt an. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Ich kann Seil springen. Ich kann singen. Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Lass dich einfach von ihr tragen, denk am besten gar nicht nach. Also weil es war sehr, 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 sehr schlecht. Ey, oh ja, ey, ohne Scheiß, es tut mir leid für ihn, ne? Ich musste ja so ein bisschen lachen, ne? Das war, glaube ich, einer von 2014, 15 oder sowas. Oder noch älter, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Staffel. Und der ist dann so zusammengebrochen. Also komplett zusammengebrochen, ne? Und, ja. Muss ich schon ein bisschen lachen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kann tanzen! Heute ist der Talenttag. Meine Talente sind das Springen. Da hab ich mich nie gemeldet, weil ich einfach kein Talent habe. Ich wollte mich mal anmelden, weil ich gesagt habe, hier, ich kann atmen, aber sehen die halt nie als Talent. Ja, sehen sie nie als Talent. Finde ich ein bisschen schade, aber Talent. Obwohl ich sagen musste, das hat man wirklich in der Schule damals. Wir hatten auch welche, die haben sich da angemeldet, die dachten, sie hätten ein Talent. Und ich habe mir dann nur so gedacht, ach, geh von der Bühne runter, bitte geh von der Bühne runter. Nee, tu dir das nicht an, tu das vor allem deinen Eltern nicht an. Deine Eltern müssen das ja irgendwie wieder ausbaden. Und tanzen. Ich habe gestern den ganzen Abend geübt. Also ich habe gestern... Also ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich bei Eltern immer voll schlimm, wenn... Ein Kind kommt, hey, ich bin so cool, ne, also singt. Und die Eltern sagen, oh ja, oh, hier, super Talent. Bist du angemeldet? Kannst du morgen hin? Wo können wir noch? Ja, DSDS. Seid doch einfach ehrlich zu euren Eltern, ne. Also wenn ich jetzt einen Sohn hätte, der meint, der könnte rappen, würde ich sagen, ey, Alter, verpisse dich, hör auf zu rappen, du sollst hier Küche sauber machen und nebenbei machst du noch das Badezimmer. Ey, du rappst so scheiße, wie ich früher auf Toilette hier mein Geschäft vollrichte, ne? Was bist denn du für einer? Ey, ich schäme mich für dich, ohne Scheiße, und du bist mein Sohn. Bist zwar schon 14, aber wir werden heute Abend, muss noch kurz hier, ja, heute Abend kommst du in die Babyklappe. Na, ich wäre wenigstens ehrlich. Abend Fernseh gucken geübt. Hilft manchmal. Das ist ein Talent. Das hat Madame Gabel gesagt. Ich kann auch noch lauter. Nein! Das war wunderbar, Klausi. Das hätte ich auch nur geschafft. Pony, was ist dein Talent? Zaubertricks. Ich spiele jetzt Blockflöte. Und was ist dein Talent, Luisa? Ich hab keins. Molly, was ist dein Talent? Seilspringen. Oh. Johnny Minecraft. 10 Uhr. Dev-Animation. Hurra! Wie viele Fahrscheine? Ein Mama-Fahrschein und zwei kleine Mama. Und einmal Tisch, bitte. So ich bin Experte im Kartenlesen. Oh, das ist seltsam. Papa Wutz ist gekommen. Papa, das war's. Papa Wutz ist gekommen. Nein. Wir haben heute richtig viel gearbeitet. Wir waren nämlich Verkäuferinnen. Guckt mal, was für eine schöne, sossige Aussicht. Ah! Oh je, es fängt an zu regnen. Wo ist denn die schöne, sossige Aussicht? Da ist eine schöne Aussicht. Da steht Frau Mümmels Eiswagen. Liebe Güte,
Ist der Riesenkoch von Elena? Ja, Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Lauter Dinge, die es hier nicht gibt. Käse, Brot, Tomaten, Wasser. Ja, so kann man ein Auto auch tief verlegen. Ich komme dich morgen Abend wieder abholen. Zuerst. Wenn nie, könnt ihr mich einfach anrufen. Ich spanne mich dann oben aufs Auto, dann wird das Auto auch ein bisschen tiefer gelegt. Ne? Ruft mich an. Man nennt mich, das ist ein Talent von mir. Ich kann Auto tiefer legen. So, wegen meinem Gewicht und so, versteht ihr? So. Das war jetzt peinlich. Ich mich entschuldigen, dass ich gut Deutsch spreche. Oh, du sprichst schlecht. Aber wo ist denn jetzt hier bitte Mama Wutz? Also, das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht hier, ne? Also dazu muss ich wirklich das hier sagen. Also ich habe mich jetzt gefreut, dass sie... Das hört sich komplett falsch an, ne, wenn ich das so formuliere. Ich hätte mich gefreut, wenn der Titel was mit dem Video zu tun hat. Aber war trotzdem ein sehr cooles Video. War trotzdem eine sehr coole Peppa Wutz YouTube-Kacke schon wieder. War wirklich... Aber, mit der Titelgestaltung müssen wir nochmal reden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ im nächsten Video. Und schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr für Talente habt. Würde mich freuen. Ihr habt ja mehr Talente als ich. Das glaube ich nicht. Das war ein Reim. Jetzt ist es... Das geht mir jetzt auf den Leim.